So, ganz kurz noch der Algorithmus von Prim. Auch da werden wir uns überlegen, dass das nichts anderes ist als Anwendung des Färbungsalgorithmus. Wir wählen einen beliebigen Startknoten und betrachten diesen als einen grünen Baum. Und dann wiederholen wir den folgenden Färbungsschritt v minus 1 mal. Und das war, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch das, was wir beim letzten Mal als Beispiel für diesen Greedy-Algorithmus gemacht hatten. Und zwar wählen wir eine ungefärbte Kante minimalen Gewichts, die genau einen Endknoten in dem grünen Baum hat, der den Startknoten enthält, und färbe sie grün. Also, jeder Färbungsschritt ist offenbar eine Anwendung der grünen Regel. Und wir betrachten jetzt den Schnitt durch die Knoten des grünen Baumes, den wir durch die Knoten des grünen Baumes erhalten und der den Startknoten enthält. Genau, das wäre jetzt in dem Fall hier beispielsweise das Ding hier. Ja, und ich würde mir jetzt auch die Kante minimalen Gewichts rausgreifen, ja, die sozusagen hier von dem Schnitt gekreuzt wird. Ja, und das ist ja auch genau das, was in diesem Färbungsalgorithmus passiert, ja, und zwar die Anwendung der grünen Regel. Ja, in dem Fall wäre das, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Kante es war, es wäre jetzt beispielsweise diese hier, ja, das sei die minimale, die würde ich jetzt an dieser Stelle grün färben. Ja, und als nächstes würde ich dann sozusagen den nächsten Schnitt bestimmen. Das wäre dann sozusagen zwischen den Kanten oder zwischen den bisher grün gefärbten Knoten, ja, die alle miteinander verbunden sind. Ja, das ist jetzt sozusagen der Unterschied im Vergleich zum Algorithmus von Kruskal. Ja, bei dem Algorithmus von Kruskal, da fangen wir mit nur grün eingefärbten Knoten an, und bei dem Algorithmus von Prim fangen wir mit genau einem grün gefärbten Knoten an und bauen dann immer einen neuen Schnitt. Und in dem Fall hier würden wir jetzt als nächsten Schnitt dann beispielsweise identifizieren, den mache ich jetzt mal gelb, ja, das wäre dieser hier. Ja, weil der wäre jetzt hier sozusagen dadurch auch grün gefärbt. Das wäre der nächste, und ich würde die nächste Kante grün färben. Ja, also auch das ist im Prinzip genau der Algorithmus von Tarjan bzw. die Anwendung der grünen Regel. Ja, auch nochmal ein kurzes Beispiel. Wir fangen jetzt beispielsweise mit dem Knoten hier unten an. Ja, würden uns jetzt die Kante mit minimalem Gewicht rausgreifen, und die würden wir dann grün färben. Ja, der Schnitt, den ziehen wir sozusagen genau um diesen Knoten herum. Ja, das wäre hier die Kante mit der 4. Ja, und jetzt würden wir sozusagen Schnitt um diese beiden Knoten legen. Ich habe die jetzt hier nicht grün gefärbt, ich habe sie jetzt irgendwie hier rot eingefärbt. Warum, weiß ich auch nicht, warum ich die rot eingefärbt habe. Ja, also die beiden sind jetzt miteinander verbunden. Und ich würde jetzt hier den nächsten Schnitt bestimmen um diese beiden Knoten. Ja, und würde auch dann die mit dem minimalen Gewicht grün einfärben. Und so geht das jetzt weiter. Jetzt ein Schnitt um diese drei Knoten. Das ist der Schnitt. Die Kante mit dem Gewicht 6, das ist der nächste Schnitt. Und so würde ich sozusagen mit jedem Schritt in dem Algorithmus die Menge der über grüne Kanten verbundenen Knoten um 1 ergänzen. Und das mache ich so lange, bis ich alle Knoten erreicht habe. Ja, das heißt, ich wende sozusagen jetzt gesprochen in den Färbungsregeln, ich wende zunächst so lange grüne Regeln an oder so lange die grüne Regel an, wie es halt eben geht. Und dann weiß ich, dann bin ich fertig. Dann kann ich keine grüne Regel mehr anwenden, weil alle Knoten miteinander verbunden sind. Dann könnte ich in dem Färbungsalgorithmus nur noch rote Regeln anwenden. Und die muss ich nicht explizit durchführen, weil ich jetzt schon den minimalen Spannbaum ermittelt habe. Auch hier gucken wir uns noch ganz kurz die Laufzeit an. Ja, das hatte ich eben schon gesagt. Beim Algorithmus von Prim wächst ein zusammenhängender Baum ausgehend vom Startknoten. Beim Kruskal entstehen zunächst unabhängige oder unzusammenhängende Bäume, die im Verlauf des Algorithmus zu einem Baum zusammengefügt werden.
ja, implementieren kann ich den so. Das kann ich beispielsweise wie folgt machen. Initialisierung: für jeden Knoten ermittle ich die Kante minimalen Gewichts einer zu V-inzidenten Kante. So, und dann sammle ich im Prinzip hier alle Knoten, die halte ich in einer, ja, das mache ich mit so einem Priority Queue, ja, wie wir das beim Heapsort gemacht haben. Das realisiere ich als Priority Queue sinnvollerweise, indem ich sozusagen auf das Element mit der kleinsten Kante sozusagen als nächstes zugreifen kann. Ja, und solange sozusagen in der Menge Q enthält alle Knoten, die bislang noch nicht im Baum enthalten sind. Ja, und da greife ich mir jetzt sozusagen schrittweise immer Knoten raus und ersetze dann oder ergänze dann sozusagen die Menge der miteinander verbundenen Knoten in jedem Schritt der Schleife um genau 1. Ja, hier sind sozusagen die, das sind hier die potenziellen Kandidaten für diese Grünfärbung in diesem Key. Das ist die Idee dabei. Genau, das Ding terminiert, wenn alle Knoten miteinander verbunden sind, wenn das Ding also leer ist, ja, und die Knoten sozusagen, oder die Kanten bestehend aus dem Knoten V, ja, und aus dem Vorfahren von V, ja, der hier in diesem Feld P gesammelt wird, ja, das sind sozusagen gerade die Knoten, die Kanten unseres minimalen Spannbaums. So, Laufzeit hatte ich gesagt, müssen wir noch ganz kurz uns angucken. Was haben wir hier für eine Laufzeit? Hier oben haben wir O von V oder O von N für die Initialisierung. Der Rumpf der Schleife ist auch O von V. Ja, also das durchlaufen wir auch V mal oder N mal, N Durchläufe. Hier durchlaufen wir die Kanten ausgehend von den Knoten, die ich hier ausgewählt habe. Das heißt, da durchlaufen auch alle Kanten einmal. Das heißt, da haben wir M-Durchläufe. Und was haben wir noch? Schleife 8 bis 11. Die haben wir ja schon. Das hier, dieses Extrakt Min, dafür brauchen wir Log N. Ja, um sozusagen diese Struktur zu reorganisieren, wie wir das bei dem Heapsort gemacht haben. Damit haben wir insgesamt eine Laufzeit von O von M mal Log N. So, beides sind quasi Vertreter von dieser Greedy-Strategie. Algorithmus von Prim ist gut geeignet für dichte Graphen, also bei großer Kantenzahl. Er ist schlechter als der Algorithmus von Kruskal, wenn die Kanten bereits vorsortiert sind, weil da nutzen wir ja gerade diese Sortierung aus. Und ich glaube, das war's.